Thank you.
Fahrrad ab. Ja, die Jacken aufgezogen, sie toppen gerade in Niederkassel mit ihrem gesamten Regimentsmusikzug. Das sieht eigentlich aus wie bei Blau-Weiß, oder? Nee, die kommen aus Holland, aus den Niederlanden, aus Venlo. Das ist Schinglebum. Wir begrüßen euch mit dreimal Düsseldorf, Prinzengarde, Niederkassel. Und ich möchte das Wort sofort geben an Karl-Hans Danzeglocke, lieber Karl-Hans. Mach Stimmung. Danke, Peter. Wir freuen uns. Mit 40-minütiger Verspätung sind wir endlich da. Schon die Pferde wollten nicht mehr. Die mussten in die richtige Richtung geschoben werden, weil die keine Lust mehr hatten. Aber wir haben Lust und wir haben das Beste mitgebracht, was Niederkassel zu bieten hat. Aber erstmal probieren wir dreimal Niederkassel. Dreimal Düsseldorf. Prinzengarde und Weiß. Und eigentlich müssen wir auf die Pferde auch noch mal was machen. Die waren auf diese wunderbaren Pferde, die keine Lust mehr haben. Halt einfach Düsseldorf! Wunderbar, reicht für eine Woche. Aber wir haben das Beste mitgebracht, was wir haben. Und jetzt beginnt als erstes unsere Tanzgarde. Da könnt ihr mitmachen, dann ist es euch auch nicht mehr so uselig und so kalt. Und ich würde sagen, Mädels und Peter, kicken wir, wir haben eine Jungen. Mädels oder Jungen, tanzt! Alles halb so schlimm, wenn wir zusammen.
Tonnengarde, der Tonnengarde, ist an Ihnen ein herrliches Bild. Hat euch das gefallen? Hat euch das gefallen? Wollt ihr eine Zugabe? Soll ich kriegen. Als Schneeopard, wild am Tanz auf Dinge eine Art. Du warst Köln in jeder Bewegung, ey, zu lang her. Wir haben jede Kneipe, Kopf gestellt. Und jeder hat von dir die Lachen verzählt. Dann haben wir uns verloren, im Kümmel am Allemann. Und ich sag dich jedes Jahr. Fantastisch, Jungs! Ist das nicht herrlich? So viele Mädchen und eine Junge. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass er sich endlich hier traut. Aber wir haben nicht nur diese Edelsteine in Niederkassel. Nein, wir haben auch noch was ganz Besonderes. Nämlich wir haben das Tonnenbauerpaar. Die kugeln sich hier schon mal hin. Ich begrüße euch natürlich ganz besonders. Der muss sich ja nicht den Finger zeigen, ne? Die Kugel, ja, ihr rollt hier rein. Rollt hier rein, ist doch egal. Hier stelle ich euch vor, unser Tonnenbauer Nils und unsere Tonnenbäuerin Franzi. Das Schönste, das Beste, das Eloquenteste, das Intelligenteste, das Witzigste, was Niederkassel zurzeit zu bieten hat. Und es spricht jetzt zu euch der Tonnenbauer. Wir sind hier rein geschwebt. Na ja, gut, okay. Obwohl mit den Klotschen. Hello und hello, ihr Tapfersten der Tapferten. Ich finde das super, dass ihr bei dem Wetter hier durchhaltet. Aber es lohnt sich auch, glaube ich. Was die Prinzen gerade gut weiß, hier immer auf die Beine stellt, ist mal gigantisch und riesig. Also wir freuen uns ganz großartig, ganz toll, dass wir hier sind. Haben zwar lange gewartet, aber Vorfreude ist ja auch immer bekanntlich die schönste Freude. Insofern sind wir glücklich, dass wir jetzt hier sind. Auch, dass wir unsere holländischen Freunde dabei haben. Mit denen sind wir eben schon im Schuhmacher eingezogen. Wir konnten euch im Sommer nicht zur Europameisterschaft mitnehmen, haben wir gesagt, wir nehmen euch mit in den Karneval. Und damit das mit der WM klappt, haben wir die jetzt aufgestockt. Da dürfen jetzt mehr Mannschaften mitmachen, dann klappt das auch da. Also, den Spaß versteht ihr. Nein, das Biwak hier bei Rot-Weiß ist ja traditionell so ein bisschen der Auftakt zum Straßenkarneval. Also jetzt geht es endlich los. Rosenmontag sehen wir uns hier alle wieder.
Wir von der Tonnengarde in Niederkassel haben unseren Saison- oder Sessionshöhepunkt am Sonntag, einen Tag vorher schon. Also ihr seid herzlich eingeladen, vorher zu uns nochmal nach Niederkassel zu kommen, zum Tonnenrennen und zum Umzug. Also wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, in Niederkassel dabei zu sein. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir am Sonntag und dann auch am Montag wahrscheinlich 18, 20 Grad haben, blauen Himmel, Sonnenschein, sodass es richtig gut wird. Wir werden riesen Spaß haben. Hoffentlich bleibt alles friedlich, da bin ich mir aber auch sicher, dass es funktioniert. Und in diesem Sinne, auf die Prinzengarde Rot-Weiß, auf die Tonnengarde und auf euch alle. An der Anfang Niederkassel, Tränen! 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 Tränen rot zusammen! Ja, klar, wir haben ein bisschen gewartet, aber ich finde das auch immer schön, dann zu sehen, wer immer hier hochkommt, die ganzen Aufmärsche zu sehen, Pferde kommen immer wieder, holen die Leute ab. Ich finde das eigentlich schon immer eine schöne Sache. Ja, es regnet ein bisschen, aber ich glaube, da sind wir eigentlich alle gut gebackt mit ein paar Regenschirmen, ein paar Kapuzen. Das scheut eigentlich kein Düsseldorfer. Und es ist, wenn jetzt es regnet, ist auch scheißegal. Nächste Woche kommt die Sonne für uns alle raus und dann wird richtig gefeiert, würde ich sagen. Und dass auch immer noch so viele da sind, finde ich, zeugt auch davon, dafür, was für ein super Programm hier oben war, wie viel Tanzgarten, wie viel Stimmung hier schon gemacht wurde. Und dann möchte ich mich auch nochmal bei den Mädels und dem Robin bedanken, was ihr hier immer auf die Beine stellt. Die Bühne hat gerade gewackelt, ich weiß nicht, ob man es unten gesehen hat. Alle Scheinwerfer hier, es ging rund hier oben. Ja. Damit das da unten auch noch ein bisschen rund wird, die Hände jetzt durch den Regen zwar ein bisschen kalt geworden sind, ihr aber jetzt gerne mitmachen dürft, singt mit uns mit, schnipst und klatscht mit uns mit. Und freut euch mit uns auf nächste Woche bei Sonnenschein, Karneval Sonntag und Rosenmontag. Yeah.
hoffe, es hat euch gefallen, wie es uns gefällt. Und jetzt gibt es dreimal was für den Nils. Für den. Ja, tut mir leid, obwohl du könntest auch noch. Jürgen, kommst du mal eben hoch? Ich bütze auch ohne Orden. Ja, aber er kriegt einen Orden von dir. Und dann haben wir Laura, Jessica und Cordula. Die kommen jetzt bitte hier zum. Der ist nicht da. So. Die Mädchen bitte zu unserem Tonbauer. Und der Jürgen steht hinter dir. So, jetzt sind zwei. Wo ist die dritte? Wer ist Cordula, Jessica? Oder habe ich das noch falsch gesagt? Nein. Alle richtig. Das wurde mir aber falsch gesagt. Dann bist du die Farina. Ist aber auch schön. So. Guck mal, der hat was zu tun, der Nils. Ah, da tut mir leid. Die anderen haben schon einen. So. Auf. Hey, jetzt müssen wir mal warten, der Nils braucht noch ein bisschen länger. Auf unsere Ordensträger. Auf unsere Ordensträgerinnen. Da wollen wir ja mal gendergemäß richtig antworten. Auf diese Mädels und auf den Nils. Die anderen zwei sind schon weg. Ist egal, ein dreifach Niederkassel. Drei! 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 Hier tun wir einen Film. Ja, vielen Dank, lieber Karl-Hans. Wir möchten euch natürlich auch nicht gehen lassen, ohne ein paar Orden zu verleihen. Und du hast den Jürgen ja extra hier hochgeholt. Das haben wir nur gemacht, Jürgen, damit du jetzt drei Orden verleihen darfst an drei Tänzerinnen deiner Wahl. Ja, weil das Tonbauerpaar hat den Orden schon. Dafür habe ich ihn Jürgen hochgeholt. Hey. Normalerweise verschenkt ihr nur die Blumengrüße der Töchter Floras, aber heute hat er das närrische Geschmeiß. Wir bedanken uns bei euch, rufen aus auf diese wunderbare Truppe. Raimund Düsseldorf, Prinzengarde, Düsseldorf und auf die Tonnengarde Raimund. Tränen, Tränen, Tränen. Danke, dass ihr da wart, lieber Karl-Hans, Renat Timös von der Böhm. Wir sind jetzt direkt fort, aber die Kapelle fängt an. Haut rein. Der Marc, nee, die hauen immer Musik rein. Dann machen wir uns jetzt gleich fort. So, herzlichen Dank. So, ihr seid weg. Sauter auf. Sauter raus, sauter raus.